Tschum. Na, dann mal wieder weiter. Schauen wir mal, ob wir den Bane dort antreffen. Oder was für eine andere Gestalt diese da in dem Polizeibericht genannt haben. Jetzt, ich bin schon wieder... Ach, da unten. Burnley. Okay. Also müssen wir zu Fuß latschen. Ha, zu Fuß war gut. Müssen wir außen rum. Irgendwo nervig. Hey. Naja, dann nicht. Schaffen das auch so. So lang ist es gar nicht her. Da waren wir doch schon. Ups. Schon wieder ein Scharfschütze. Hey. Erstmal den Scharfschützen da. Ey. Du fällst nicht runter aus? Unsichtbare! Die was sind. Ich will gerade weitersprechen, aber irgendwie hat mich so der Rest von dem Verein nicht so wirklich mitgekriegt. Soll ich jetzt wieder hinten durch den. Ach ja, ich muss wieder durch den Hinterenge wahrscheinlich. Wie geht's ab? Ja, kommt. Ihr wollt doch schon wieder Stress machen. Dich wollte ich eigentlich haben hier, mein Freund. Ja, kommt alle her. Ich hab für alle Süßigkeiten. Ja, schon wieder so ein Typ mit der... Bam! Hat er den Falschen in der Luft erwischt? Komm, Pistole wegpacken da. Maschinengewehr, was auch immer. Den kannst du auch Panzerfaust in der Hand haben. So. Und schon sind die Elektrohandschuhe an. Wie jetzt? Jetzt können wir noch mal ein paar aufstehen. Jetzt wird doch gerade erst elektrisierend. Bäm. Hm. Da hätte ich noch mehr rausholen können. Waren aber zu wenige. Naja, man kann ja alles haben. Und wieder geht's in die Kanalisation. Skinny-Leiche in der Leichenhalle. Ich sollte diese Rohre mit meiner neuen Klebergranate verstopfen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und papplapp. Hm.
Was ist denn hier? Krankenstation. Ja, Krankenstation, nicht die Leichenhalle. Da waren wir ja schon mal. Was jetzt? Ach so, damit ich da... Der Ernst jetzt? Na denn, werden wir mal wieder unseren Sequenzer rausholen. Damit wir da oben auch mal ein bisschen rumstöbern können. Gibt es manchmal Kombinationen. Sterbende war auch falsch. Sterbhaus auch. Warte mal, wir kriegen noch was anderes. Toten. Totenhaus. Totenende. Totenhaus. Ja. Quit. So. Da liegt doch was. Nur der sieht nicht aus. Es ist nicht Bane, aber einer seiner Männer. Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe. Ich sollte seine Leiche scannen. Scannen wir wieder. Sherlock Holmes ist da. Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht, die seine Physiologie verändert hat. Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen, um mehr herauszufinden. In diesem Computer sollte der Obduktionsbericht gespeichert sein. Na denn. Hatte ich gerade gesagt, in diesem Computer? In welchem? Mein Freund, wo hast du hier einen Computer gesehen? Vielleicht kann mir der Obduktionsbericht mehr verraten. Ja. Ach, das Ding da. Oh Gott. Etwas dunkel, der Bildschirm, oder? Da kriegst du Augenkrebs. Interessant. Das Opfer nahm eine starke Mischung, ähnlich der Droge Venom, bevor es starb. Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke. Was auch immer genau diese Mischung ist, sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten, einschließlich schwerer Gedächtnisschäden. Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen. Oh oh. Banes Peilsender. Gut. Da wir das ja jetzt wissen... Chemische Waffen. Das sollte ich mir ansehen. Mhm. Hm. Aber solange wir wissen, wo der Bane sich aufhält, werden wir uns nochmal dahin bewegen. Finde ich ein bisschen wichtiger gerade. Huch. Jetzt würde ich aber gerade in mein Verderben springen. Was jetzt? Komme ich hier noch irgendwie? Aha. Ich hab schon gedacht, ich muss jetzt echt wieder den alten Weg zurück. Was denn jetzt? Ich habe euch doch gerade erst abgeklebt. Lass mich raus. Ich muss kämpfen. Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen, bevor ich das Signal verliere. Meine Worte. Meine Worte, Batman. Wir sind da wieder komplett einer Meinung. Super. Schön. Deswegen arbeite ich so gern mit dir zusammen. So. Warte mal. Banes Signal. Er führt mich jetzt. Wo ist denn das? Er zeigt mir wieder so ein. Da oben. Park Row. Da komme ich wieder nicht hin. Aber hier kann ich hinfliegen.
Na, heute ein langer Flug oder was? Jo. Mach mal ein Turbo an. Was hat er denn jetzt? Ich glaube, hier läuft gerade was schief. So lang. Ah, jetzt. Naja, wir wollten ja auch an den anderen. Mensch, sag mal. War das denn eine riesige Ladezeit gerade? Ist Bane jetzt so groß geworden, dass er eine zweite Welt für den brechen musste? Oder? Ach, oh, pass auf. Jetzt geht's aber los. Oh, was ist gerade angekommen? Sowas wie, hi, schönen Flug gehabt oder so, gibt's nicht mehr, oder wie? Pass auf, du auch. Ja, komm. Also, es gebietet die Höflichkeit, mein Freund. Ich glaube, ich spinne. Direkt einfach abballern, ohne irgendwas zu sagen. Ich hab so... Ups. Hier ist es so weit runter, wollte ich gar nicht. Okay, das muss ja hier irgendwo sein. Muss ja jetzt hier irgendwo sein. Na, wo springst du hin? Da hinten. Scharfschütze wieder. Wo ist Bert? Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Nein. Das ist ein entscheidender Moment. Bane hat ihm andere Befehle gegeben. Kümmere dich um die Befehle, die Bane dir gegeben hat. Na gut. Es ist nur... Denkst du, er wird noch viele Freiwillige für Versuche nehmen? Du laberst. Warum hab, jetzt habe ich ihn wieder hochgekloppt. Viel Glück, Mierma. Hoffentlich ist die Formel ausgereift, bevor du den Move habe ich auch noch nicht gesehen. So, und wer ist jetzt dran? Wo seid ihr denn? Da unten, einer. Naja, ich komme mal runter. Oh Gott, wenn ich dieses Ladegeräusch wieder höre, ne? Die mit ihren kleinen Mini-Kanölchen. Komm. Bam. Ja, du auch noch. Soll ja Spaß machen, nicht wahr? Noch einer hier. Miau. Tja, da hat ja auch der Friseurbesuch nichts genutzt. Das Signal, das ich gesehen habe, kam irgendwo aus Richtung dieses Tunnels. Mhm. Achso. Ich wollte schon wieder in die Kanalisation. Was jetzt? Ah, da brauchen wir unseren Unterbrecher. Und so rein geht's. Zieh! Zieh! Sehr gut. Leiser gehen, man hört die Trampel doch, Mensch. So, wo geht's denn hier hin? Direkt oder langsam? Direkt. Ach, ein Schildtypi. Was hat der denn? Ach so. So einen kleinen Hulk-Injector-Typen. Pass auf. Hält der mich fest, Junge. Du hast Achselgeruch, mein Freund. Dafür gibt's Moschus-Deo. Ja, kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten, war bei deiner hässlichen Visage. Komm, hier, jetzt kriegt er alle gleich mal. Oh.
Jung. Oh. Hältst du noch ein bisschen mehr aus als die anderen Kajoten, ne? Irgendwie. Jetzt. Ich hasse das. Steuerung Rechtsklick, damit er diesen Sprung macht, aber er macht ihn nicht. Ich muss das mal umlegen vielleicht. So. Aha, was machen wir hier? Genau. Hier haben wir wieder unser super tolles Explosivgel. Gehen einfach mal durch. Ich muss mit meiner Klebergranate ein Floß bauen. Ein Floß. Bauen wir mal ein Floß. Achso. So, geht doch. Eine Floßfahrt, die ist lustig. Eine Floßfahrt, die ist schön. Da gibt es allerhand Dinge zu sehen. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, wie ich da jetzt reingefallen wäre. So. Lett. Hi, na? Ups. Zwei von euch, Typen. Na dann, komm mal her. Hey, noch nicht. Ja, jetzt kommt der. Wie die anderen denn in dem Moment stillhalten, ne? Okay, dann erstmal ihr. Und kommt wieder der Typ. Pendejo. Spanische Amigos hier. Bam, Junge. So. Jetzt riecht's hier nach Toast. Nach Toast, genau. Nach getoastetem Hühnchen oder was? Miep. So, weiter geht's. Hier soll ich nicht rein? Dann geh ich doch mal rein. Wo kommen wir denn hier raus? Ich sehe schwarz. Eingang zu Banes Hauptquartier. Na, das wird ja mal interessant. Der Vogel hat ein Hauptquartier. Oh, guck mal. Keep out. Na denn. Ich lass mich doch nicht zweimal bitten. Mein Peilsender ist hier irgendwo. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Okay. Aber irgendwie wirkt das nicht so. Oder? Beeindruckende Arbeit. Aber Bane hat anscheinend keine Lösung für die schädlichen Nebeneffekte der Verbindung am Gedächtniszentrum des Gehirns gefunden. Wäre auch krass, ne? Was? Projekt TN1. Bane experimentiert wohl mit einer neuen Art Venom. Was auch immer es ist, es muss die physiologischen Schäden an der Leiche im GCPD verursacht haben. Tja, warum sollte er es auch an sich selbst testen? Oh, guck mal. Bisschen Powerlifting. Batman, hast du nicht Bock? Was ist das denn für eine Hantel? Genau. Jetzt geht's aber ab. So, Bane, wo sind wir denn?
Oh oh. Wer ich bin. Du bist nicht mehr sicher in Wayne Manor. Verstanden. Ich rufe die Polizei. Nein, ich darf nicht riskieren, dass auch Sie meine wahre Identität aufdecken. Verbarrikadier dich in der Bathöhle. Was werden Sie tun? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich überlege mir was. Ich muss zurück zur Bathöhle. Schnell. Ja, sehr gut. Ich beeile mich doch schon. Ich meine, du hast ja gerade Büro weggesprengt. Da können wir die Decke wegspringen und wir hauen oben direkt über unseren Bettclaw-Dings da ab. Oder nicht? Oder? Nochmal Floß bauen? Wiederhole. Verdächtiger hat ein Jetpack und einen Flammenwerfer. Mehrere Geiseln an der Pioneer Bridge. Firefly. Er weiß wohl nicht, dass der Joker geschnappt wurde und bringt diese Leute in Gefahr. Wegen mir. Delta 6-5 als Zentrale. Wer ist der leitende Offizier bei der Pioneer? Captain James Gordon ist leitender Offizier. Noch was, worum wir uns kümmern müssen. Ich kann hier so schnell klicken, wie ich will, oder? Die Taste drücken und er zieht nicht schneller. Der Brücke könnten viele Leben auf dem Spiel stehen. Wenn ich Fireflies Funk hacken kann, kann ich mehr herausfinden. Hack mal. Hack mal, hack mal. Und wenn die Cops irgendwas versuchen, töte ein paar Geiseln. Kein Ding. Und, wann machen wir die Bomben scharf? Erst wenn die Fledermaus auftaucht. Wir warten die ganze Nacht, wenn es sein muss. Es geht hier um 50 Millionen. Alfred, Firefly hält Geiseln an der Pioneer Bridge fest. Ich muss mich um ihn kümmern, bevor ich zurückkomme. Die Polizei kann doch sicher mit Mr. Linz umgehen. Besonders nach dem, was wir gerade erfahren haben. Ich kann diese Geiseln nicht im Stich lassen. Sie sind nur wegen mir in Gefahr. Wegen dem Kopfgeld des Jokers. In der Bathöhle bist du sicher. Das ist jetzt okay. Wir müssen uns erstmal um den Typen kümmern. So, wo sollen wir hin? Dahin. Ich glaube, von hier ist am schnellsten. Oder? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich flieg jetzt hier hin. Krieg ich nochmal den Sheldon Park zu sehen. Stundenflug. Das hier ist eine Geiselnahme, Leute. Geht in Position und wartet auf meine Befehle. Provoziert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geiseln auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann.
sehe, wenn nur einer dieser Scheißbullen einen Fuß auf diese Wolke setzt, macht sie scharf! Wir jagen sie alle hoch! Juhu! Gordon würde nie eine Stürmung befehlen, wenn er von Fireflies Bomben wüsste. Ich muss ihn aufhalten, bevor er in eine Falle läuft. Zentrale, hier ist Marine 4. Wo ist der taktische Kommandoposten? Soll Gordon Bericht erstatten? Hier kampiert der mittleren Pfeiler am Fundament der Brücke. 10-4. Sind bereit. Hallo. Wollte ich eigentlich bloß was sagen, aber das kann ich auch machen, nachdem ich euch die ganzen Zähne rausgeschlagen habe. Ihr braucht sie ja nicht mehr. Bam. Und jetzt kommt ihr hier auch schon wieder so ein Schutzwesten-Typ. Das war's schon wieder. Immer wenn die Dinger gerade aufgeladen sind. Ja, streichel die Teile. Dafür sind sie nicht gedacht. Warte mal, nicht so hoch. Ich glaube, ich muss hier rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Ladezeiten werden in letzter Zeit irgendwie länger. Stufenanstieg. Was nehmen wir Schönes? Dun dun dun. Oh, guck an. Spezialkombo-Schub. Nehme ich. Gekauft. Sarah? Sie können da nicht rein. Firefly hat die Brücke mit Sprengsätzen versehen. Zeig dich! Blender dort in Position. Erwarten Legen Sie los! Nein! Rufen Sie sie zurück! Wenn Firefly die Bomben zündet, werden unzählige sterben! Diese Leute sind wegen dir in Gefahr! Es geht um dein Kopfgeld! Gib einfach auf! Ich werde Firefly selbst schnappen. Schicken Sie niemanden los, bis Sie wissen, dass es sicher ist. Du hältst dich da raus! Hörst du mich? Jemand Brandon sehen? Bravo 2, Leitstelle. Negativ. Alle Einheiten Position halten. Niemand bewegt sich ohne meinen Befehl. Mann, dass er nicht einfach mal hören kann. Jetzt funktioniert der Aufzug nicht, oder was? Na ja. Ja, ich bin schon unterwegs. So die mobile Aufladestation hier. Hoch, es geht immer weiter hoch. Hoch, hoch, hoch.
Ups. Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Gut, dann schauen wir doch erstmal wieder. Ja, die habe ich jetzt gefunden. Achso, Quatsch. Falscher Knopf. Jetzt stört mich schon wieder. Okay. Ups, das hat nicht geklappt, ne? Oh doch. Er hängt zwar nicht dran. Keine Angst, da helfe ich euch. Sag doch Bescheid, wenn du mich seht, damit ich rechtzeitig abhauen kann, Mensch. So, haben wir noch so eine Bedclaw? Ne, haben wir nicht. Was haben wir denn allgemein hier rumliegen? Was sind das, was die Feinde? Wollen wir uns direkt ergeben oder vielleicht lieber mal anfangen zusammenzuarbeiten? Du überlebst das, aber ob du nochmal laufen wirst... Wir können nichts für ihn tun. Wir müssen auf uns selbst achten. Er muss in der Nähe sein. Findet ihn endlich! Ich muss... Warte mal. Renn noch ein Stück weiter. Komm. Ein Stück nur. Mensch, komm, du stehst doch da schon so schön. Oh, jetzt. Ich war gar nicht da. Mensch, ja. Heute, ja, jetzt sehen sie mich schon wesentlich besser. Aber ich glaube, jetzt sind sie so doof und haben mich wieder aus den Augen verloren. Nein! Nicht Sprungangriff. Ich werde dich doch aus. Oh, Kacke. Jetzt habe ich mir selbst das. Cool. Oh, das nächste versaut. Da wollte ich doch gar nicht hin. Kann ich jetzt hier noch irgendwie Fernlenkralle aktivieren? Da. So, haben wir einen unter uns? Irgendwer muss doch hier rumrennen. Na komm. Da unten haben wir nämlich einen. So, und ab geht's. Noch einer von unseren Jungs. Erlebt, aber aufstehen wird es so schnell nicht. Du läufst das Spielchen also, ja? Alles klar. So, jetzt krieg ich dich auch noch weg, ne? Jo. Komm, dich mache ich so weg. Okay, ich gebe auf. Du gibst auf. Sehr schön. Wie viele Bomben sind auf der Brücke? Vier. Eine hier, eine direkt über uns. Auf der unteren Ebene der Brücke. Und je eine an jedem Ende der Brücke. Das sind die Großen. Das sind alle. Ich verspreche's. Und ich verspreche dir einen festen Schlaf. Super Spruch. Vier Bomben auf der Brücke. Die größten an jedem Ende. Ich muss diese Bombe entschärfen, bevor ich mich um den Rest kümmere. Wo haben wir denn die? Ne, jetzt renne ich ja einmal doof drum rum, oder was? Ach, die ist hier drinne. Wieder unseren Sequenzer. Ja, dann jetzt. Okay.
Geh doch. Eine Bombe weniger. Jetzt noch die anderen drei. So. Dann gehe ich mal hier durch. Jetzt habe ich hier endlich einen Aufzug. Das ist doch schon schön. Person hat eine Gasleitung mit seinem Flammenwerfer getroffen. Feuer am Nordende. Verdammt! Ich öffne die Feuertür für den Bereich, um die Geiseln zu schützen. Was geht denn da ab mit Skorden? Mach keine Scheiße. Hallo! Oh Gott, jetzt haben wir auch noch einen Elektro-Typen oder was? Gut, pass auf. Ich habe folgendes Angebot für dich. Genau das. Oh, jetzt ballert der rum. Biu, biu, biu. Was sie alles für Waffen kriegen hier? Elektroschocke. Komm doch noch das nächste Mal mit der Kneifzange. Vielleicht hast du damit ja auch noch ein bisschen mehr. Was die ganze Nacht hinter dem Kopfgeld her. Es waren die Sionis. Der Joker hat das Kopfgeld ausgesetzt. Und der ist hinter Gittern. Habe ich gehört. Aber wir beide haben noch eine Rechnung offen. Du kannst dich den Rest der Nacht ausruhen. So ein Idiot. Seine Geiseln in einen Waggon voller Sprengsätze gesperrt. Mal sehen, ob die Fledermaus endlich auftaucht. Ja, guter Plan. Hey, Sie müssen uns hier rauslassen. Ich muss überzeugen, Lady. Was ist los? Willst du nicht hochgejagt werden? Tiere. Wir sind Tiere? Ich bin nicht derjenige im Käfig, Lady. Ich... Lass doch weg. Hier um zu helfen. Ach, da ist ja noch einer. Warte, ich komme. Brauchst mich nicht suchen. Bist du jetzt runtergegangen? Nee, nein. Jawohl. Ups. Ich weiß nicht. Bravo 2, hier Leitstelle. Bericht. Die Ursache der Explosion war ein Tankwagen auf der Brücke. Schwere Schäden, aber keine Verletzten. Okay, halten Sie mich auf dem Laufenden. Muss der uns helfen? Keine Ahnung. Aber dieser Typ hat ein ganz schön vermöbelt. Ich habe von ihm gehört. Er ist ein gesuchter Krimineller. Ach so. Ja, gut, das hätte mir auch gleich einer sagen können, dass hier die Tür offen ist. Ha. Und da ist die Bombe. Für alle Züge Richtung Süden werden Verspätungen erwartet. Vielen Dank für die Fahrt mit Gotham Transit. Ja. Verspätungen sind das geringste. Timer, komm, komm. Nein, nein.
Zeug verklickt. Da wurde ja schon fast dramatisch. Bischl. Leuniger. Nitroglycerin? Das muss Gordons Feuertür sein. Gordon, öffnen Sie die Feuertür im Zugdepot, damit ich Fireflies Bombe am Nordende der Brücke entschärfen kann. Raus aus dieser Frequenz, sofort! Hören Sie, ich kümmere mich gerade um die Bombe am Südende. Sorgen Sie dafür, dass die Tür offen ist, wenn ich wiederkomme. Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg! Verdammt! Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Codes, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Codes haben. Vielleicht kann Captain Gordon... Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Bombe. Besorg mir diese Codes, bis ich fertig bin. Verstanden. Ich tue mein Bestes. Gut, gut. So, nächste. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Da anscheinend nicht lang. Hier bin ich nicht hergekommen. Ne, hier muss ich aber lang. Sieht zumindest ganz stark danach aus. Alter.